Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Brothers A Tale of Two Sons, dem Remake. Ja, und dieses Spiel werde ich nicht alleine spielen, denn mit dabei ist der... Wer ist das denn? Der Epi. Der Herr, dessen Name er selber nicht kennt. Genau, der seinen Namen vergessen hat. Und das Spiel ist so total laut, warte mal eben. Eines sei auf jeden Fall schon mal vorweg gesagt, wir versuchen das Spiel an ein Stück aufzunehmen, weil es soll wohl nicht so lange sein, aber wir werden die ein oder andere Pinkelpause eventuell mal machen. Deswegen wundert euch nicht, wenn ich zwischendurch mal cutte. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. Je nachdem, wie lang das Spiel ist, werde ich es vielleicht an ein Stück hochladen oder wenn es dann doch länger geworden ist als erwartet, dann werde ich das in einzelne Teile cutten. Also das ist so ein bisschen situationsbedingt. Ja, wir verzweifeln gerade noch daran, wie wir zusammenspielen sollen. Deswegen werden wir euch das Ergebnis jetzt mitteilen. Ich schau mal eben unter Spielen, ob ich da irgendwas machen kann. Neues Spiel. Ah, Koop-Modus, okay. Der Einzelspielermodus ist weiterhin das angestrebte Spielerlebnis. Nö. So, ich bin nicht der Große, da bin ich der kleine Bruder. Du bist natürlich der kleine Bruder. Nee, jetzt bin ich der große Bruder. Ich konnte gar nicht auswählen irgendwie. Dann hättest du als erstes drücken müssen. Kannst du mich einladen? Aber wie kann ich dich einladen? Das ist jetzt die Frage. Ja, der Epi ist mein kleiner Bruder. Es gibt wohl eine schlechte Nachricht. Wir können das leider nur mit Remote Play Together spielen. Ich hoffe, dass er trotzdem dann alle Errungenschaften und so weiter bekommt. Das werden wir dann herausfinden. Bin alleine. Bin der kleine. Nai! Ata! Ata, Nai! Ata! So, ich bin der große Bruder. Also, links zwei. Komm, ich stoß dich mal an. Ich kann ein bisschen lenken, okay? Du wirst dann gezwungen, in die richtige Richtung zu laufen. Jetzt sagt er schon gar nichts mehr. Also, ich kann nicht lenken. Und, oh.
Ja, ich bin ja auch der große Bruder, da hast du ja auch nichts zu sagen hier. Also ich vermute mal, das ist unser Vater, der hier gerade am Verrecken ist. So tuberkulosemäßige Anfälle oder so. Hallo? Kannst du mal nicht so bockig sein hier, kleiner Bruder? Du kriegst gleich einen Schlag vom Hals. Kannst du mal nicht über die Steine fahren? Wie fährst du denn? Ja, du bist hier gerade mit am Lenken. Nein. Doch. Ich lenke null. Ich habe doch gerade gesagt, ich kann nicht lenken. Also was wir jetzt nicht verstanden haben, warum alles auf Deutsch ist, nur die Sprache nicht. Beziehungsweise das Spiel anscheinend nicht. Ich weiß aber auch nicht, ob die jetzt hier tatsächlich reden oder ob das jetzt wirklich nur diese Einführung am Ende, diese Einführung am Ende, diese Einführung am Anfang war. Kannst du jetzt mal in die Richtung gehen, wo ich dich hinsteuere und nicht immer in die andere? Du hast einen eigenen Kopf, das gefällt mir so gar nicht. Du bist mein kleiner Bruder, du musst machen, was ich sage. Ich halt Papa fest und du musst da das Ding da machen. Oh, ich halt Papa fest. Also, kannst du den alleine machen, oder? Ach du Scheiß, was ist das für eine Steuerung? Ist der falsche Stick? Hä? Hallo? Was für ein Stick? Ja, am Controller. Ah. Ey, warum machen die das? Anscheinend brauchst du wirklich Hilfe. Du bist nicht stark genug, geh mal weg da. Geh mal weg da! Willst du einen Schlag vom Hals oder was? Geh mal weg da! Ich krieg hier gar nichts angezeigt. RT. RT. Ja, hab ich gedacht. Macht aber nicht. Ja, bei mir muss ich RT drücken. Dann... Also weder R1 noch R2 noch L. Oder warte mal, L2 ist jetzt gerade zur Seite gegangen. Ah, L2, nicht R2. Guck mal, ich bin groß und stark. Kannst halt einfach nicht. So. Hallo, mit der Taste habe ich den eben festgehalten. Leute, wollt ihr mich jetzt veräppeln? Ja, dann mach du mal, ich bleib hier. Wahrscheinlich kann ich den nur... Ah, ich wollte gerade sagen, kann ich den nur nicht nehmen, weil ich jetzt hier... weil du immer hin und her gehst. So, das ist übrigens die Speicher-Dings. Hallo, wo gehst du hin? Ja, dahin, wo wir hin müssen. Wir müssen doch einen Aufzug nehmen, oder nicht? Ja, aber ich will nicht den Unser Aufzug armer nehmen. Vater oder vielleicht auch Onkel, der mit der Mutter gefügelt hat oder sowas. Keine Ahnung, wir wissen es ja nicht. Heb mich mal hoch. Du bist soll ich dich denn hochheben? Auch mit Ärzten. Ist mir doch egal. Heb mich hoch. Kriegst einen Schlag vom Hals. Ich kann ihn nicht hochheben, oder? Ah, ja, hier, komm. Komm hier, ich kann dich hochwerfen. Spring einfach, Junge, spring. Los. Weißt du, woran ich gerade denken musste? An dieses Ausbruchspiel aus dem Gefängnis, was wir gemacht haben. Ich komme nicht drauf, wie es heißt. Ist das alles mit RT? Kann nicht in Text 2, sondern... ja, ich weiß es jetzt gerade auch nicht genau. Komm, wir müssen kurbeln. Los. Oh. Da muss er auch noch richtig kurbeln mit dem Ding, oder was? Mit dem Stick? Lass uns weiter kurbeln. Wir sind echt schon oben. Wie lange willst du noch weiter kurbeln? Ja, weiß ich doch, aber das war gerade so lustig. Oh, jetzt rennt er gleich wieder weg mit dem alten Sack und ich kann nicht helfen. Ja, du brauchst so lange. Hey. Hilf mir mal, der Kerl ist so schwer. Ach, ja. Aber ja. Kumba. Was ist denn das für eine Sprache? Nee, das weiß ich auch nicht. Kumba. Na, Maldaki. Sabe. Mafi, Sadi, aber ja. Fida, Wade. Ria. Ada. Tai. Haru Saiki. Kuela Tarida. Amarahi Fikabu. Ladafi. Taleb Omaru. Das Baum des Lebens. Kitty und Lade. Miyaki. Baum heilen, Vater. Naja, Taliro. Vater soll nicht geheilt werden. Halt die Klappe. Mari. Ro Mai. Hier, schlag den Jungen damit. Hat sie jetzt die Übersetzung auch ausgeschaltet? Da ist keine Übersetzung drin. Die Gameplayerin hat alles kaputt gemacht. Also,
Ich muss mich für dieses Spiel entschuldigen. Ich weiß nicht, wie es original ist. Wir spielen ja gerade das Remake. Aber es steht drin, dass es auf Deutsch ist, mit deutschen Untertiteln zumindest. Wir haben keine Untertitel und wir können auch keine einstellen. Also der Epi hat eben mit mir zusammen geguckt, es geht nicht. Was machst du denn da? Willst du beten oder was? Ich habe gerade noch mal geguckt und da steht, schon tot dass, ist. Dass nur die Oberfläche auf Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Spanien ist. Und es gibt noch 11 weitere Sprachen, aber es gibt keinen Ton in keiner Sprache und auch keine Untertitel. Dafür ist es aber sehr tonreich. Also wir übersetzen einfach alles, was die sagen. Entschuldigt bitte, dass wenn da vielleicht der ein oder andere makabre Witz dabei ist, aber man kann das dann auch irgendwie mit der Sprache nicht so ernst nehmen. Komm jetzt her, du alter Bruder. Darf ich auch noch mal kurz beten? Moment. Vater, oh Vater, ich werde den Baum des Lebens holen. Binde ihn an, damit er nicht so ein Zombie wird. So. Okay. Blöd ist nur, man kann... Hallo? Gehst du mal nicht mit mir raus hier? Ich wollte gucken, ob da noch was ist. Kann man irgendwie die Steuerung tauschen? Weil bei mir ist das auf dem rechten Stick total bescheuert. Rechten Stick? Mir rechts habe ich gar nichts. Hi. Hallo, Gunde. Gib mir deinen Stock. Nee, meinen Stock klaust du nicht. Doch, den will ich haben. Komm, hau den einfach. Komm, kann ich irgendwie schlagen oder so? Komm, einmal direkt auf die Nase drauf. Ah, nee, wir müssen da unten am Fluss, glaube ich, entlang, oder? Oder müssen wir den austricksen? Ich weiß es nicht. Haha, Versager! Das ist Wasser! Ja, das ist mir zu kalt! Keine Sorge, mein Kleiner. Dieses Wasser werde ich warm machen, indem ich paddel. Okay, mach mir das Wasser warm. Nein, du sollst nicht ins Wasser. Hallo, du sollst aus dem Wasser raus. Du Blödmann. Ich wollte hier vorne was gucken. Wir müssen da durch. Was machst du denn hier? Warum gehst du wieder zurück? Ich wollte hier was gucken. Ich habe da gerade was... Hab ich da gerade was gesehen? Nee, dann gehe ich wieder ins Wasser. So, ich schwimme schon mal. Ich lass dich jetzt da verrecken. La, 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 la. Wenn du mal nicht kommst, kann ich dir auch nicht helfen. Ja, ich kann nicht weiterkommen, wenn du so weit reingehst. So, eben habe ich doch noch das Ding gehabt. Ja, jetzt geht der einfach auf meinen Rücken. Die kleine Sau. Der wartet doch nicht mal drauf, bis ich die Taste gedrückt habe. Kann ich den irgendwie absaufen lassen? Irgendwie kann ich den ja, du kannst mit Gewalt an mir rumruckeln oder sowas. Aber dann wirst du dein Leben lang psychischen Knacks haben, weil deine Mutter nämlich auch so gestorben ist. Und dann hast du deinen eigenen Bruder, hast du dann nämlich genauso umgebracht. Jetzt ist der Typ nicht schon wieder hier, oder? Ey, der kriegt gleich eins auf die Nuss. Küsschen aufs Nüsschen. Komm her, Junge. Was bist du für ein ekelhafter Mobber da oben? Komm runter. Los, klopf mal mit hier dran. Ja, du drückst immer irgendwas, bevor ich überhaupt da hinkomme. Aufmachen! Hier ist die Polizei! Hände hoch und in die Ecke stellen. Ey, dreht doch nicht immer dagegen. Das ist Körperverletzung, wollte ich gerade sagen. Das ist Dings hier. Was guckst du denn da hinten? Kann man da irgendwas machen? Oh, cool! Kann ich auch. Aber ich komme nicht weiter hoch. Boah, bist du schlecht. Boah, bist du blöd. Warum hast du mich jetzt hier unten verrecken lassen? Du sollst mir helfen! Nein, du musst jetzt loslassen und einen Sprung machen. Ja, so mache ich einen Sprung, okay. Das ist voll kompliziert, wenn du nur mit einem Teil hier... Ja, vielleicht schaffst du es. Ich bin ein Affe. Juhu! Du musst damit springen, du musst damit klettern, du musst damit benutzen. Alles mit der linken Taste. Links unten. Was ist das für Quatsch? Geh mal weg da. Ich bin größer. Ich habe das Vorrecht. Ja, den Blödmann haben wir es gezeigt. Du bist dümmer eigentlich, weil du bist nicht blond. Wie, du bist dümmer, weil du bist nicht blond? Was ist das für eine Aussage? Was, La Cucaracha? Tasten gedrückt lassen, die Kamera zu rotieren. Lalala, wieso laufe ich denn, wenn die Kamera... Oh, hi, wo kommst du denn her? Du frisst mich jetzt aber nicht, oder? Das die Säuferbank ist, ne?
Ach so, ich drücke die ganze Zeit auf L2, sagt mir das doch. Oh Gott. So, schön, jetzt haben wir uns die Gegend schon mal angesehen. Was machen wir Kann jetzt? Ich denke mal hier hoch. Ich will einfach weg hier. Dum, 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 dum. Wir sind heute gut drauf, das müsst ihr akzeptieren. Oh, warum... Was? Ey. Ich kletter da hoch, guck kurz zur Seite oder auf einmal läuft der komplett woanders hin. Geh mir aus dem Weg, Kleiner, sonst kriegst du was auf die Nuss. Guck mal, so macht man das. Ich bin der große Bruder, ich muss mir erst... Der Bomber ist wieder da. Boah, die alte Sau. Ich schaff das vor dir. Ich schaff das. Ja, natürlich nicht, wenn ich eine Stunde stehen bleibe. Komm her, du feiger Hund. Du feiger Hund. Fass hast du. Fass. Das ist ein Beagle, oder? Ach, ist der süß, der Kleine. Wo bist du denn jetzt rumgelaufen? Ih, was ist das? Ein Monster. Hallo, kannst du mir mal helfen hier? Hey. Ja, okay. Aha, es ist kein Beagle, glaube ich, so wie das aussah. Aber... Hallo? Epi ein Klein oder was? Nein, ich hab den Und wenn ich jetzt den großen Hund rauslasse, was machst du Nein, dann? Den kannst du nicht rauslassen, ne? Der hat keine Öffnung. Der ist bescheuert, der Kerl. Hallo? Nicht trinken. Ist da jemand runtergefallen? Hallo? Versteckt der Typ sich jetzt da drin oder was ist das? Der Hund ist irgendwas hier. Ach, der ist hier hinten. Haha. Jetzt wirst du ausgelacht, du Blödmann. Ach, ich kann nicht weg. Genau, mach Männchen, Hasso. Mach Männchen. So. Was für ein Lutscher. Oh, guck mal, hier oben spielt einer mit der Katze. Hallo, hallo Kitty. Komm mal her. Kann ich auch mit dir spielen? Ah, oh, kann ich auch mit dir spielen? Oh, ist sie süß. Komm mal her. Oh, die will mich fressen. Hilfe. Hilfe, die will mich fressen. Nimm die wieder zurück. Die ist gemeingefährlich. Mach du das auch mal. Wo bist denn du? Der ist wieder komplett woanders hier. Hallo, Hundi. Dich will ich auch kraulen. Komm her. Komm her, Hundi. Komm her. Der Hund nickt mir freundlich zu, weiß aber, mehr macht er nicht. Gesundheit. Ach, guck mal, weil Boah, du Mistkerl. Guck mal. Ja, weil ich bin der Schönere. Und der du kleiner Pinf, du. Du hast den Kater irgendwie betüttelt. Komm her, ich will's nochmal versuchen. Komm, der hat bestimmt... Kratzin. Irgendwas hat der doch bestimmt gemacht. Kratzin, Kratzin. Na, also, ach, nimm das Mistvieh zurück. Komm, ich hab da keine Lust drauf. So, oben oder unten? Das ist jetzt die Frage. Unten ist der reißende Fluss. Lass uns runtergehen. Hi. Ja. Hallo, wach werden. Mach mal die Brücke runter für uns. Alterchen, komm, beweg dich doch einfach. Ey, kein Respekt, die alten Leute vor uns Jungspunden hier, ne? Das ist ja schlimm. Was macht der denn? Der setzt sich einfach hin und pennt hier. Sag mal, du kriegst gleich echt eine Schelle hier, Freundchen. Soll ich dir mal fragen, weil mit mir geht das besser, glaube ich. Da oben ist ein Hebel. Mit dir geht das besser. Ja, zumindest ist er jetzt wach. Guten Tag, ja. Ich entschuldige mich für meinen dämlichen Bruder. Hier, hast du schon mal den Baum gesehen? Dankeschön. Siehst du, ich wusste doch, ich krieg das besser hin. Vielen Dank, vielen Dank. Machen Sie nach mir zu, damit der kleine Mistkerl nicht mitkommt da hinten. Auf wieder. Ey, das ist echt... Das ist Epi in klein, ne? So war er damals früher, müsst ihr wissen. So bin ich immer noch. Ja, so ist er immer noch. Das ist das Schlimme daran. Das ist richtig schlimm. Es erinnert mich an meine Rolle in Michel aus Lonneburger. Oh Mann, ich musste gerade trinken und du sagst sowas. Hallo, ist jemand in den Brunnen gefallen? Hallo.
Ja, ich hab eingespuckt. Der spuckt da rein. Ey, ich geh wieder. Kann ich die Kurbel drehen? Nee, kann ich nicht, ne? Du ekelhafte Rotzgöre, du. Guten Tag. Kennen Sie diesen Baum? Oder den Jungen? Ja, den Baum kenne ich. Da musst du hinten durchgehen. Den Jungen habe ich noch nie gesehen. Okay, vielen Dank. Was für ein Junge? Was laberst du da? Hallo? Hey, Puppe! Ja. Schwert er sich jetzt, dass sie da Ball spielt? Also ich mein, sag mal, du stehlst mir ja gerade die Show. Ich bin cool. Ja, aber die beschwert sich die ganze Zeit bei dir. Nein, die wollte das. Ja, warte. Ich nehme den Ball und ich will da oben reintreffen. Moment. Ich muss das Ding erstmal irgendwie drehen. Du kannst das nicht. So? Und dann. Oh Gott. Ja, wie kann man denn da. Hui! So. Naja, fast. Das ist ein Medizinball. Hallo, dass ich den über. Jetzt hau dir den doch nicht auf den Kopf hier. Soll ich dich hochheben? Warte mal, kann ich dich hochheben? Da hebe ich dich hoch. Da. Ich hau dich gleich. Machst du das jetzt mal? Oder muss ich weiter wegstehen? So. Oh, fast. Warte. Oh, und Anlauf. Oh, hier, kommt da. Ja. Oh, ein letztes Spiel. Du hast deinen kleinen Bruder gezeigt, wie es geht. Ja. Er gibt her das Ding, Olle. Oh. Aha. Ey, ich hab dir gezeigt, wie es geht und schon konntest du das. Bin ich ein geiler großer Bruder, du. Hier, kann ich das auch mit dem ja, Ding hier? Nein, kannst du nicht. Das ist nur ganz so fähig. Ich bin immerhin netter Junge. Ich helfe den Leuten bei der Arbeit. So, vielen Dank. Ich wollte ihnen nur ein bisschen helfen. Dankeschön. Moment, jetzt muss ich auch mal eben die Kamera wieder ein bisschen drehen, damit wir wieder hier so ein bisschen. Was lachst du mich hier aus? Ich gehe da runter. Da kriege ich vor Schreck schon einen Schluck auf hier. Da müssen wir theoretisch durch, ne? Oh, diese Kameraperspektive. Nee, hallo, ich will das in die Richtung drehen, wo ich laufe. So. Ach, da hinten ist auch zu. Du kleiner Pinf, du. Kommst du mal mit hier? Ich muss doch gucken, ob hier nicht auch noch einer reingefallen ist. Spring mal da rein. Ja, spring mal da rein. Ich glaube, ich habe da eine Nase von einem Hund gesehen. Ich bin mir nicht sicher. Ich frage hier mal nach, ob da jemand reingefallen ist. Guten Tag, hallo, hier. Da, ja. Ja, ist ja schon gut. Ich schicke dir meinen Bruder. Das ist so ein richtiger Ekel, so ein richtiges Ekelpaket. Sagte sie und schon rotzte er wieder in den Brunnen hinein. Also... Hast du irgendwelche Probleme? Nein. Willst du uns damit irgendwas sagen oder so? Oder? Was ist mit dem? Ich weiß nicht, aber du machst mir gerade ein bisschen Angst. Also jetzt so langsam wird es mir jetzt hier, aber ich weiß nicht. Guten Tag. Hallo, kann er da? Kann er da? Warte, kann ich da auch was machen? Du kannst so Schmetterlinge. Ich such da irgendwie was drin, aber. Kannst du jetzt mal weggehen? Ich kann die Tür aufmachen. Was ich jetzt so genau suche, weiß ich jetzt auch noch nicht so genau. Wieso kriegst du die Tür auf? Weil ich stark bin. Warte, ich kann dir helfen, guck mal. Alleine hättest du es nie hinbekommen. Ja. Warte, hier unten, lass uns mal hier. Ist hier noch was? Wo geht's? Hier geht's nicht weiter, oder? Lass doch erstmal den freundlichen Bruder ran hier. Oh, das ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Ich bin super. Dankeschön. Habe die Ehre. Ich kann das jetzt auch. Guck mal. Hier, jetzt ich kann kommt das der. Auch. Ja, genau. Da kann ich auch nicht lachen. Der alte Sack.
Aber ich kann das so gut. Ey, ich hab schon mit Mozart bin ich schon aufgetreten und so, ne? Ja, ja, träum ach, weiter. Komm, du Banause, ey. Da geh ich. Warte mal, kann man hier auch rum? Warte mal, hier ist. Du kannst hier durchs Wasser durch. Ja, hier ist eine Angel oder was liegt hier oben? Kannst du die nehmen? Nee. Das ist ein Paddel oder so, oder? Da! Da liegt die! Die Frage ist jetzt, kommen wir ans Gleiche aus, wo wir links auch rausgekommen wären? Ja, ne? Sieht so aus, oder? Nein. Jetzt rennt der extra nochmal zurück. Ist hier... Aha. Ach so, guck mal! Kann das sein, dass das hier so ein Zaun war eben? Dass so kein Paddel war? Nee, ne? Da war kein Zaun. Wir hätten auch da oben hergehen können, aber dann hätte ich nicht zupfen können. Hallo, ich will auch was trinken. Ja, jetzt ist der wieder vor mir da drin. Hallo? Hallo, der ist minderjährig. Du kannst ihm doch hier keinen Alkohol zum Saufen geben. Das schmeckt mir auch nicht. Kannst du wieder haben, die Scheiße. Also, okay, probier du das mal. Ich hau dich. Hier, versoffener Kopf, du. Hast du hier diesen Baum schon mal gesehen? Zieh dir mal deinen Schuh an, du alter Saufkopf, ey. Was ist das denn für einer hier? So geht er da mal nicht. Hat der gerade gröbst, als wir weggegangen sind? Ja. Warte mal, was ist denn das hier? Da kannst du gar nicht rein. Schade. Und du hast gedingst. Das soll ich jetzt nicht sagen. Hä? Nix. Es kommt jetzt. Es sieht gefährlich aus. Ein Bosskampf mit einem Hund. Oder ist es ein Eichhörnchen? Ich bin mir nicht. Ein Erdhörnchen wollte ich eigentlich sagen. Also Mops ist es nicht. Es ist eine Mischung aus Hühnchen, Hund und noch was anderem, glaube ich. Ja, hallo, mein Süßer. Ach so. Nee, lauf, oh, lauf, lauf. Aua. Er hat dich umgebracht, die Sau. Ich glaube... Aua. Ich glaube einfach nur, dass der Epi zu doof dazu ist. Nein, ich glaube, ich muss den tatsächlich... Nee, guck mal, egal, wo ich hingehe. Ah, nee, doch, jetzt folgt er mir. Aber hier links folgt er mir. Ja, du musst bei mir ein bisschen mehr Platz verschaffen, dass ich nicht... Ja, du musst ganz außen an die Kante gehen und dann direkt auf das Ding drauf. Du bist ja nach rechts am... Warte mal. Du bist da... Ja, auf das in der Mitte, auf den Heuballen, oder nicht? Lauf, 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 lauf und drück. Ja, genau so. Aber wie komme ich jetzt dahin? Ja, jetzt musst du in den nächsten Ball machen. Lauf! Oh. Ey, kann man nicht schneller laufen? Nee, ne? Irgendwie bist du zu schlecht gelaufen. Heftig. Nee, ich muss auf den Stein drauf. Du musst auf den Stein darüber gehen. Jetzt geh doch mal dahin schon mal. Du bist so doof. Nein, warte, bis du wieder da ist. Ja, Fifi, komm. Komm, Fifi, komm. Seitdem ich Stein gesagt habe, hängt er da hinten. Oh, lauf. Da darfst du nicht durchgehen, okay. Gut zu wissen. Bin ich da eben nicht durchgegangen? Die nächsten 20 Male werdet ihr noch unsere Tode sehen. Drück. Oh, lauf. Ui, nein, nicht du! Ich meinte mich! Ich bin aber schon hier. Wir verwirren den Hund jetzt total. Los. Oh, du musst irgendwie... Oh, nein! Oh, Achtung, das nein, geht nein, nicht. Nein. Oh, komm. Weil du da wieder... Oh, ey, was hast du gemacht? Ich bin runtergefallen und wollte wieder draufgehen. Und warum gehst du einfach weiter? Du sollst den Hund für mich ablenken. Ach so, da. Nee, ich muss dir aber nicht hinterher, oder? Nein, oh. Mensch, du warst doch eben gut. Warum machst du das? Ja, eben nicht, weil da kam ich ja nicht rum in der Zeit. Deswegen habe ich jetzt gedacht, vielleicht kann man nach rechts. Doch, du kannst es nur nicht. Also für jedes Rätsel brauchen wir jetzt erstmal 10 Minuten. Grundsätzlich ist das nicht schlimm. Das Problem ist, ich komme nicht so schnell zu dir. Also unten wäre noch was, aber dafür müsste der Hund halt auf der anderen Seite sein. Ey, was macht der da? Aber wo müssen wir überhaupt hin? Kannst du mal die Kamera drehen? Kann man die Oh nein! Oh. Hey. Ja, lauf, weiter.
Anstatt zu laufen, ist der hier dumm am Rumwinken. Lenk ihn ab, du musst hey rufen. Wie pfeifst du noch mit der gleichen Taste, mit der wir alles machen. Ach so, ich kann nicht pfeifen, ich mach so hey. Ja, so. Hab ich ja gesagt. Lauf. Und jetzt musst du auf das andere. Warte, jetzt muss ich die Position wechseln. Ja, du musst zur anderen Seite auf jeden Fall, sonst klappt hier das nicht. Hier rüber. Oh Gott. Lauf. Oh. Ich bin Gott. Da ist Köter. Genau. Da können wir so. Was wolltest du machen? Okay, ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht so genau. Jetzt weißt du, dass du das nicht weißt. Und deshalb reicht ja, wenn ich es weiß. Du weißt gar nichts, du bist blond. Ich bin aus dem Weg hier. Ich bin der große Bruder. Ich kenne alles, ich weiß alles und ich muss alles machen. Nein, geh weg da, sonst geht das nicht. So, mach einen auf Jumpscare, wollte ich gerade sagen. Ja, ich gehe jetzt alleine weiter, du kannst nicht mal. Heftig doch. Hä, wo läuft der hin? Hallo, kann er vielleicht mal das Ding hier benutzen? Ich stand ja auch nur direkt davor. Ach so, die Dinger sind das wieder. Warte mal, kann ich da oben echt hin? Boah, das ist ja wirklich so ein kleiner Gott. So weit wie der hier springen kann. Oh, guck mal, ein Papagei. Vielleicht können wir mit dem reden, dann sagen wir dem Nora. Ach nee, der hat ja so eine komische Sprache. Oder irgendwelche komischen. Geh mal da rein hier. Quadratatsch. Ja, du musst schon kommen, weil sonst kann ich da nicht hin. Quadratatsch. Hallo. Nora, guck mal, du hast doch so viel Scheiße im Kopf. Komm du doch mal. Vielleicht federst du den ja oder sowas. Ich hab gerade die Schafe freigelassen. Bring dir mal Nora bei. Hallo, ich hab gerade gesagt, du hast viel Scheiße im Kopf, aber das heißt doch nicht, dass... Alter, ist das dein Ernst? Oh. Ja, lass uns mal die Aussicht genießen. Guck mal, die schöne Windmühle da unten und den Wald. Und das ist doch ganz toll. Mhm. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.